live aus dem Main-Tower-Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Montagabend, 18 Uhr, eine neue Woche hier oben aus dem Main-Tower. Ich finde es sehr schön, dass Sie bei uns sind. Das bewegt Hessen heute. Die Todeszahlen, sie werden stündlich nach oben korrigiert. 3.900 sind verstorben. Das sagt jedenfalls die letzte Meldung. Doch so richtig kennt noch niemand das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in Nepal. Das Land ist zu arm und die abgelegenen Bergdörfer zu schwer erreichbar. Stella Detjen aus Bad Homburg trifft jede neue Nepal-Meldung tatsächlich bis ins Mark. Denn Stella hat lange in dem Land gelebt, hat Freunde dort und eine eigene Hilfsorganisation. Die Flammen, der Rauch, ein 54-jähriger Familienvater aus Bruchköbel, der hatte heute Nacht einfach keine Chance mehr. In seiner Wohnung, ganz oben in einem Hochhaus, da brach gegen 2:45 ein Brand aus. 44 weitere Bewohner mussten für Stunden ihre Wohnungen verlassen. Zeugenaussage im Fall Tutsche. Die Freundinnen der verstorbenen 22-Jährigen wurden heute vor Gericht gehört. Das ist eine Meldung jetzt in den Main-Tower Nachrichten von Alexandra Wenglotz. Wir bleiben bei Tierbabys. Wie süß ist der denn bitte? Braunbär. Es ist offiziell, es war tatsächlich ein Wolf, der da in der vergangenen Woche auf der A661 direkt bei Frankfurt von einem Auto angefahren und dann getötet worden war. Das ist deshalb so spannend, weil der Frankfurter Autobahnwolf nun einige Fragen aufwirft. War er alleine hier? Oder gibt es ganz nah bei uns vielleicht schon viele seiner Art? Und was macht ein Wolf in Frankfurt? Seit 33 Jahren denkt man spontan beim Vornamen Nicole an ein bisschen Frieden. Das ist ja schon mal eine echte Lebensleistung. Nicole, also die Grand Prix-Gewinnerin quasi ohne Nachnamen, ist seit Ewigkeiten im Schlagergeschäft und füllt tatsächlich immer noch die Hallen. Auf ihrer Jubiläumstour haben wir sie in Kassel getroffen und dort erfahren, mit welch strengen Methoden sie sich fit hält. Wir glauben ja fest daran, dass unser Main-Tower Pflanzenflüsterer deshalb so beliebt ist, weil er jedem desaströs ungrünen Daumen mit ganz viel Kreativität entgegentritt. Heute besucht er einen kreuzunglücklichen Schrebergärtner in Ginnheim, dem schleimige Schneckentiere sein Gartenvergnügen schon viel zu lange verhageln. Wenn Menschen ein Baby bekommen, obwohl sie verhütet haben, dann sprechen wir ja hinter vorgehaltener Hand gerne von einem Unfall. So gesehen ist auch Braunbärenbaby Alexa ein Unfall, aber eben ein ganz bezaubernder. Alexa kam schon Anfang des Jahres zur Welt, war bisher allerdings ziemlich kamerascheu und so mussten wir uns ziemlich lange auf die Lauer legen, bis sich das tapsige Kleinkind dann doch erweichen ließ. Rauf auf das Main-Tower Dach zu meinem lieben Kollegen Thomas Ranf. Thomas, was für eine trübe Suppe ist das eigentlich, in der wir uns hier befinden? Sag bitte, dass das so nicht weitergeht. Doch. Ganz vielen Dank, lieber Thomas. Damit ist Main-Tower raus für heute. Jetzt kommt Brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen haben die Kollegen um 7:30 in der Hessenschau für Sie. Ich möchte Sie morgen wiedersehen. Punkt 18 Uhr freue ich mich auf Sie hier oben im Main-Tower. Sehr schönen Restabend und bis dann. Tschüss.